dann kommen wir gleich wieder im Zeltlager an, wenn wir die Rutschpartie hier beendet haben. Tatsache, dieser Idiot, der springt auch immer gegen irgendwelche Bäume. Wow. Habe ich gesagt, Tatsache, dieser Idiot? Ich meinte Sora. Aber Tarzan macht das Ganze irgendwie noch schlimmer. Der hat noch mehr Leben verloren als ich. So. Ich meine, wo war das denn? Das müsste im Zelt gewesen sein. Ja, genau. Wie konnten Sie das nur tun? Hören Sie, Miss Porter, ich hatte es doch nicht auf den Gorilla abgesehen. Wehe, Sie wagen sich wieder in die Nähe der Gorillas. Alles wegen so einem kleinen Missgeschick. Kommen Sie. Was mache ich bloß mit diesen Schwachköpfen? Diese verfluchten Gorillas. Ich werde sie alle zur Strecke bringen. Alle! Ich werde sie schon irgendwie aufstöbern. Darauf verwette ich mein Leben. Hm? Was ist das so? Okay, dann gehen wir mal nach draußen und gucken mal nach. Die Herzlosen! Herzlose. Welche komischen Affenviecher! Komm schon! Rotes Gummi vom Gorilla. Okay, so. Das können wir gleich mal Jane erzählen. Der Gorilla im Baumhaus ist vielleicht in Gefahr, bitte beschützt die Gorillas. Okay, dann also wieder mal zum Baumhaus. Och ne, wieder durch diesen verkackten Nilfertümpel. Ah, Moment, jetzt weiß ich ja wenigstens, wie es ging. Oh, ein roter. Wieso gibt ihr jetzt auf einmal so viel Geld? Nehme ich doch alles gerne. Na gut, so, dann einmal wieder ab zum Nilpferdtümpel. Und dann, würde ich sagen, gehen wir wieder über den Mammutbaum, wa? Das Schöne ist... Nein, Mist, ich kam zu spät, jetzt muss ich warten, bis es einmal wieder abtaucht. Habe ich schon erwähnt, dass ich diese Nilpferde hier hasse? So, der verkackte Sprung wieder.
den er wieder nicht nimmt. Mann. Das ist doch echt behindert. Weißt du, manchmal nimmt der Kreis, manchmal nimmt das nicht. Wieder nicht. Beziehungsweise hier bei ihm ist jetzt wieder zu wenig Anlauf oder was auch immer. Ja, danke. Ach, ja, wie gesagt, kann sich nur um Stunden handeln. Zack. Wieso springt er denn nicht? Wieso komme ich nicht hier auf dieses Niederfeld drauf, wenn ich hier drüben brauche? Dreh die Kamera nicht immer von selbst, du Penner. Geht doch mal weg da, ihr behinderten Spastiker. So. Zack. Komm schon, geht doch. So. Senken wir so ab nach oben. Ja, einen Schwing hatten wir schon, deswegen. Ist das dein Ernst? Und das Ganze nochmal. Ja, jetzt klappt es natürlich auf Anhieb, oder was? Hopp, so, hoch da. So, geht doch, so. Da sind noch mehr von diesen Drecksviechern. Ja, mal aufhören, mich anzusliden hier. Komm schon! Oh! Das geht ja nur ab. Ah! Aeroga-Gummi. Wir haben noch einen Gorilla gerade, den habe ich gar nicht gesehen. So, aber zum Baumhaus sollen wir auf jeden Fall. Hallo, Viecher! Wahrscheinlich wieder ein Gorilla. Ja. Schutzgummi. So. Ja, dann würde ich raten, gehen wir einmal wieder zurück zu Jane.
und sagen, dass wir im Baumhaus waren. Aber nicht bevor wir gespeichert haben. Und jetzt geht's wieder ins Sliden. Da lasse ich einfach mal durchsliden. So. Und ich denke mal, ich mache dann in allzu baldiger Zukunft auch mal wieder eine Aufnahmepause. Ich bin jetzt schon auf jeden Fall mehr als 2 Stunden am Stück am Aufnehmen. Habe ich erstmal wieder ein bisschen was zum Rendern. Und Jo. Ist voll geil, ab kommenden Montag, also ich versuche diesen Part hier, beziehungsweise, es nützt jetzt wenig, wenn ich das jetzt erzähle, weil ihr das sowieso erst spätestens in 1,5 Wochen oder so kriegt. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahmesession habe ich 3 Projekte gleichzeitig am Laufen. Das ist ziemlich cool. Ach nö, komm jetzt nicht. So, hey Jane, wir haben nachgeguckt. Hoffentlich sind die Gorillas an der Felsklippe wohl auf. Bitte beschütze die Gorillas. Felsklippe war aus dem Zelt raus und rechts, wenn ich mich erinnere. Also, beziehungsweise hier halt. Wir sind raus. Geil, die geben richtig viel Geld. So, bin ich jetzt richtig? Ja, warte. Haha, ich hab ihn auf den Fuß gehauen. Sehr schön, das war wohl anscheinend... Ups, ich hab einen Mauszeiger im Bild. Das war anscheinend dann wohl der nächste Gorilla. Felsklippe, sehr schön, da soll man hin. Sehr schön. Na, nächstes Gummi? Tatsache. Ah, Eroga-Gummi. Gut.
Gut. So, damit hätten wir das. Hopp. Hey, hopp. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück zu Jane und sagen Bescheid. Ja, komm, die lassen wir jetzt mal in Ruhe. So, einmal wieder ins Zeltlager. Dass wir ein bisschen mit der Story hier vorankommen. Deswegen schalte ich jetzt mal hier auf die Gegner, weil Geld haben wir mittlerweile ein bisschen. So. Hi! Ich hoffe, Mr. Clayton ist wohl auf. Ach ja, stimmt. Jetzt sollen wir nach Clayton sehen. So, Schuss gehört. Jetzt... ja, wieder hier lang. Das Schöne ist, es ist am Anfang des Spiels. Das habe ich noch so einigermaßen drauf, weil ich das viel gespielt habe früher. Ah ja, da haben wir die Pfeife von ihm. Wahrscheinlich. Ah, hab das hin. Wow! Jetzt haut er schon wieder ab. Mist! Hat er mich. Okay, gut, machen wir das Ganze nochmal. Oh. Ach ja, hier war das. Sehr cool. Dann hat er da schon mal zwischengespeichert. Sonst hätte ich wahrscheinlich wieder dieses eine Mal diesen komischen Gorilla da retten müssen. So, dann wieder einmal hin. Au. Och Mensch! Wo kommt er jetzt raus? Da ist er. Ich brauche bitte mal einen Heal. Also geht doch. Reißzahn. Was wir auch immer damit kriegen, was wir auch immer damit haben sollen. Gut, auf jeden Fall haben wir die Goofy-Trommel gelernt, glaube ich. Oh.
Jane sieht unglücklich aus. Ach, Gott sei Dank, volle Leben. Los! Oh, ein normaler Herz. Na komm schon! Da war doch noch jemand. Da. Geld, 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 Geld. Sammeln. So, gut, alles klar. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Zeltlager. Wo uns wahrscheinlich auch wieder Gegner erwarten werden. Komm schon. Man hat hier keine ruhige Minute, ne? Gut. Erstmal Ability. Ah, Donald hat eine neue gelernt. MP heißt. MP-Heilung wird beschleunigt. Das ist cool. Goofy hat keine mehr frei. Was haben wir denn da? Nö. Einmal ablegen. Denn die Goofy-Trompe ist viel toller. Weil ich das fast da angesehen soll. So, einmal rein ins Zelt. Jane ist weg. Was ist los, Tarzan? Irgendwas kommt mit Jane in Gefahr. Jane in Nähe bei Baumhaus. Das klingt nach Ärger. Gehen wir. Aber erstmal, bevor wir zum Baumhaus gehen, speichern. Ja. Und dann mache ich an dieser Stelle auch mal, an dieser schnellen Stelle mal einen schnellen Aufnahme-Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder von Let's Play Kingdom Hearts. Bis dann, Leute. Ciao.